Massenvergiftung. Hallo und Nachrichten von heute. Schreckliche Nachrichten. Eine Massenvergiftung hat sich in der Galaxie Pass Station ereignet. Oh Gott. Mindestens 16 biologische Besucher wurden vergiftet. Jetzt besitzen sie alle die unangenehme Eigenschaft, langsam zu lesen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Galaxy Pass Station. Heute ist Tag 5. 16 Bahnhofsbesucher wurden vergiftet. Sie wollen nicht essen. Sie erzeugen unangenehme Gerüche. Das ist ja bedauerlich. Wir drücken erstmal auf Pause. Ich möchte... Oh, was haben wir da? Da kommen Venerianer an. Okay, lass mal ins Terminal gehen. Und lass mal hier die Flugtafel angucken. Oh je, okay. Landeanfrage. Ich habe gerade so ein bisschen die Frage. Den Sound in meinem... Ja, genau. Ohr ein bisschen leiser machen. Also, ich habe ein bisschen die Frage... Wie lange bleiben die denn? Detaillierte Informationen. Landeanfrage. Ja, mich würde interessieren, wie lange bleiben die? Was haben wir denn hier? Besucherstatistiken am Bahnhof. Alle Besucher 11, inspiziert 11. Interesse an einem Besuch der Station 21 Besucher pro Tag. Die Schönheit und Attraktivität der Räume der Station erhöhen das Interesse an der Station. 21. Na gut, das heißt, wir könnten noch ein paar. 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen einfach mal alle. Na, wir nehmen einfach mal alle an. Klick, 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 klick. Die kommen ja alle zu unterschiedlichen Zeiten. So, das ist das eine. Und dann wollte ich nochmal gucken. Reports. The program is not available right now. Okay. E-Mails. Ah, das sind wahrscheinlich... Okay. So, nun gut, jetzt kommen die also. Wir schauen nochmal auf den Kontostand. Ich glaube, wir müssen auch in dieser Folge einfach mal ein bisschen Geld verdienen. Wir können natürlich nochmal ins Labor. Da erforschen wir gerade, ne? Okay. Stinken die denn jetzt hier alle, oder was? Kybernetik wurde vollständig erforscht. Pause, Labor. Wir haben Mol, Gigabyte und vor allen Dingen haben wir Berichte. Das ist super gut. Denn ich finde, ich wollte hier die Hilfsaufzüge erforschen, oder? Was wollte ich gestern machen? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht so genau. Notdienst wollte ich erforschen. Parasitenbekämpfung, ja. Notdienst ist, glaube ich, genau das, was wir jetzt brauchen. Auch wenn das vielleicht schon ein bisschen vorbei ist und die sind alle schon völlig parasitär unterwegs. So, Frachtschreibtisch Programmierer. Ah ja, genau, da war auch noch was. Stimmt. So, kann man es kurz gucken. Gegenstände. Supercomputer. Oh, Supercomputer. Schreibtisch des Programmierers. Ein Arbeitsplatz für einen Programmierer. Ein Ort, an dem ein Programmierer arbeitet und Software erstellt. Macht ein bisschen Lärm. Benötigt Technologie, Kybernetik. Ja, wo setzen wir den jetzt rein? Vielleicht einfach hier oben hin, oder? Ja, guck mal, hier passt der gut rein, glaube ich. Und den Supercomputer, den setzen wir gleich daneben. Hier vielleicht noch ein bisschen Platz. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht hier. So, und sonst noch was? Mülleimer haben wir noch. Ja, das war's dann. Gut, jetzt können wir hier noch ein paar Leute inspizieren. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Da gibt es noch ein Visa. Ja, das Visa. Ich erinnere mich. So, das dürfte identisch sein. Sie kommt von der Venus, ist Venerianerin. Das stimmt mit dem überein. Ayane Shinozaki. Läuft dann und dann ab. Besuchszweck. Das kann man halt mal überprüfen hier. Aber da. Das kann man nicht. Ich würde sagen, du darfst durch. Mal gucken wir mal, ob wir da richtig gelegen haben. Sehr gut. Und dann gleich die nächste. Visa. Gedönsrad.
Venus, Venus, Veneriana. 3015 ist auch in Ordnung. Ja, ja. Die Dinger sind auch alle egal. Läuft ab am 3314. Okay, Haruna, Haruna, Tezuka. Das können wir mal scannen. Aber ich glaube, ja, ja, ja. Die darf durch. Sehr gut. Müb. Ich muss mal ein bisschen sortieren hier mit dem. Es wird ein bisschen eng hier, ne? Läuft ab im Mai. Ist das Mai? Spezies Erdling. Das ist natürlich dann Fehler. Ein Drittelfehler. Okay. Auch nicht. Ah ja, hier, das ist natürlich schon mal falsch. Hallo? Das ist richtig. Aber jetzt kann man das hier mit dem hier vergleichen. Geht auch nicht. Doch, geht. Warte mal, ich muss das mal irgendwie ändern. Das, ich kann den nicht anklicken, interessanterweise. Das hier mit dem hier. Genau, und der Name hier stimmt auch mit dem Namen nicht überein. Damit definitiv abgelehnt. Tut mir leid. Nächstes Mal vielleicht sortieren Sie mal Ihre Papiere. Eieiei, da kommt noch mehr. Ja, heute ist, glaube ich, nur Vergleichen angesagt. Die hat gar kein Geduldensrad. Ist das nicht die gleiche wieder? Shimazaki. Mond. Ich glaube, das ist nicht in Ordnung hier. Notdienste wurden vollständig erforscht. Der Vergleich ist nicht. Ach, die dürfen, glaube ich, nur von der Venus kommen, ne? Ich glaube, die dürfen nur von der Venus kommen. Sie hat ja auch keinen. Wir lehnen die mal ab. Ich glaube, die darf nur von der Venus kommen. Ja, das war richtig. Sehr gut. Könnt ihr gleich schon mal Land gewinnen hier? So, Scanner an und auf geht die wilde Fahrt. Das hier ist, glaube ich, richtig. Das hier sieht auch irgendwie richtig aus. Ablaufen tut's erst Übung. Ja, da würde ich doch sagen, viel Spaß auf unserer Station. Hervorragend. Ich bin ein... Ach, du ahnst es nicht. Okay. Also selbst wenn wir uns ein bisschen beeilen, ist es trotzdem nicht so eben mal zu machen hier. Wir brauchen irgendwie Venus. Das machen wir noch schnell. Stimmt. Und los geht's. Sehr gut. Ah, ich sehe ja, wie viel ich hier zu tun habe. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Naja, gut. Das scannen wir mal eben. Das scannen wir mal eben. Läuft ab. Venerianerin, Venerianerin. Präsent. Dann bitteschön. Yoko Watanabe. Wie viel wir da scannen können. Guckt euch das mal an. Machen wir mal hier so einen Marzianer zur Abwechslung. Mars ID. Hervorragend. Scanner an. Es dürfen nur die roten. Kumanova. Läuft ab. Geburtsdatum. Können wir abgleichen. Passt. Ja, brauchen wir nicht, glaube ich. Können wir nicht, glaube ich. Marzianer. Stimmt überein. Dann gehen wir mal davon aus, dass das alles richtig ist. Ah, ich habe den... Ah, ich habe das... Ach, das Rennlogo habe ich übersehen. Na, schade. Ja, das habe ich übersehen. Das... Was soll ich sagen? Signal erkannt von Tauzone Delivery. Lieferung. Ja, Landung genehmigen. Toilette, Wasserspender. Oh, sehr gut. Hallo, ich bin es wieder. Nur eine Erinnerung daran, dass Sie die Ressource Berichte verdienen können, indem Sie bürokratische Aufgaben auf der Station erledigen, verschiedene Dokumentenprüfungen und so weiter. Kürzlich haben wir einen neuen Notdienst untersucht. Gehen Sie ins Labor, erforschen Sie was Neues. Ins Labor. Also ein bisschen wie ins Batmobil. Hilfsaufzüge. Wir haben leider keine Gigabytes mehr. Das ist bedauerlich. Ich wollte ja eigentlich einen Hilfsaufzug machen. Upgrades können wir uns nicht leisten. Da den Supercomputer haben wir gebaut.
Nicht schlecht. Genetik. Technologie, die hilft, zusätzliche DNA-Daten zu extrahieren. Ach du heilige Bimbam. Bietet 10% Geldbonus. Das sollten wir mal machen. So, und dann machen wir mal weiter von rechts nach links einfach. Das ist alles nicht so einfach hier. Ne? Scanner an. Das sieht okay aus. Iriomino. Das ist alles korrekt. Läuft übermorgen ab. Dann würde ich sagen, viel Spaß. Ich trinke mal immer meinen Kaffee. Vielleicht können wir die Roboter einfach oben irgendwo zu irgendwem schicken, dass ich das nicht machen muss. Das stimmt schon nicht überein, das sehe ich schon direkt. So, was haben wir da sonst noch? Geburtsdatum ist, glaube ich, auch falsch. Und läuft ab, ist auch irgendwie falsch. Ich glaube, das hier passt auch nicht. Felder stimmen überein. Wir schicken ihn mal zurück. Das ist, glaube ich, richtig, auch wenn wir nicht den vollen Preis hier bekommen. Aber so ist das vielleicht halt auch, ne? Fujiyama, Venerianer, Venerianer, kommt von der Venus, das passt alles. Das passt auch, das können wir noch kurz machen. Oh, warte mal. Sorry. So, und das passt auch. Dann viel Spaß auf unserer Station. Ich trinke nochmal einen Kaffee. Ich habe einfach super leckeren Kaffee gemacht. So, jetzt noch zum Roboter. Port 2. Scannen 28 stimmt kilomäßig überein. Die Antennen sollten gleich sein, das stimmt. Herstellungsdatum ist korrekt. Kommt vom Mars. Ich glaube, das ist okay. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht ist das in Ordnung. Schicken wir mal rein. Ja, das war okay. Ja, bestimmte Dinge kann ich mir einfach nicht merken. Ne? So. Mars ID. Check die Check. Geburtsdatum. Marzianer und Mond. Ah, das weiß ich jetzt aber auch nicht. Kommen die Marzianer vom Mond? Ich glaube nicht. Mars ID und Mond stimmt überein. Na gut, dann. Ah ja, okay. Marzianer dürfen auch vom Mond kommen. So, Frachtschreibtisch angestellt. Da kommt jemand reingeflogen. Wir gucken mal. Feuerwehrdrohne. Die packen wir. Was wollten wir denn hier noch reinmachen? Ich glaube, hier könnten wir tatsächlich nochmal die Feuerwehr reinsetzen und auch die Polizeidrohne. Das finde ich gar nicht so schlecht. Nur für Mitarbeiter. Und das wollte ich, glaube ich, hier unten auch hinsetzen. So, Wohnsitz, Toilette, Waschbecken. Das geht natürlich auf die andere Seite auch nochmal. Ja, wo könnte man das denn hinsetzen? Hier oben möchte ich eigentlich nur hier nur für Mitarbeiter machen. Isolationskabine, sehr gut. Handel ein Wasserspender. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Sitze, Gegenstände, Wandvase. Hier kommt die schöne Blume dahin. Guck mal, wie schön. Pass auf, wir bauen hier mal noch ein kleines Zimmer daneben an. So. Und dann hoppala, setzen wir hier noch ein bisschen eine Toilette rein. Und das Waschbecken. Gab es noch Fenster? Ja. Hier einmal rausgucken können, wenn es soweit ist, ne? Hände waschen und so. Gut, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Gibt es noch Leute zum Identifizieren? Ja, da sind noch ein paar. Das scannen wir nochmal eben. Alex Johnson, Marzianer, kommt von der Erde. Das ist okay.
ist auch alles gut. Dann viel Spaß auf unserer Station. So, ich glaube, wir haben alle durch, oder? Wo waren nochmal die? Ja, hier. Und bestätigt ist hier niemand. Sehr gut. Dann mal weiter im Text. Hallo. Ich bin mir nicht sicher, ob alles in Ordnung mit meinen Dokumenten ist. Nehmen Sie Bestätigungsgeld an. Ja. Ja. Trend. Opala. Die Station hat der Artikel, die eingestelltes Personal erfordern. Okay. Die sind Angestellte, Programmierer, Biologen, Psychologen und andere. Alle können sie aus den Besuchern mit verifizierten Dokumenten eingestellt werden. Beginnen Sie ein Gespräch mit dem Besucher und bieten Sie ihm einen Job an. Ich werde Ihnen die Anweisung schicken, okay. Okay. Okay, was geht denn hier ab? Die sitzen irgendwie komisch da. Mein Überwachungssystem hat Sie gerade dabei erwischt, wie Sie ein Bestechungsgeld von 218 angenommen haben. Das ist inakzeptabel. Wir beschlagnahmen das Bestechungsgeld und verhängen eine Strafe von 1000... Es tut mir leid, ich kann nicht anders, als über deine Entscheidung, ein Bestechungsgeld anzunehmen, zu lachen. Es würde mich nicht überraschen, wenn du immer noch glaubst, dass Alt-F4 meine Entscheidung aufheben wird. Okay. Auf keinen Fall drücke ich Alt-F4. So, wir müssen jetzt jemanden finden, der für den Job geeignet ist. Und zwar hier als Programmierer, ne? Wen könnte man denn da gebrauchen? Mittleres Zimmer. This object needs a hired worker among the station's visitors. Okay. Ersatzteilstärke, okay. Wer könnte denn als Programmierer? Nerd. Das sind alles Nerds. Ungeduldig, schnell. Arm zweimal. Der hat zwei Arme. Dialog starten. Wie wär's denn hier mit dir, CypherMix Ultra M140? Na? Wie wär's denn am Bahnhof zu arbeiten? Vielleicht könnten meine Fähigkeiten für Sie nützlich sein. Warum brauchen Sie mich? Programmierer. Was macht denn der Angestellte? Okay, ich stimme zu. Der Arbeitsplan ist strikt stundenweise und Mittagessen erfolgt nach Plan. Das sind also 96 hervorragende Bedingungen. Geht zur Arbeit. Sehr gut. Aber jetzt hat er ja gerade gemeint, ich hätte noch einen Angestellten. Hier die? Warte mal, das ist ein Tisch, den habe ich noch gar nicht aufgestellt, oder? Stimmt, ich glaube, da habe ich noch was. Schreibtisch des Angestellten. Jeder Besucher ist verpflichtet, dieses Objekt zu besuchen. Überprüft Dokumente wie ein Bürokrat, aber langsamer. Also hier vielleicht, ja. So, und da machen wir jetzt noch einen Aktenschrank dazu. Warte mal, den müssen wir jetzt nochmal verschieben. Das geht gerade nicht. Dekonstruieren, ja. So, okay. Das ist ein bisschen blöd. Jeder Besucher ist verpflichtet, dieses Objekt zu besuchen. Den setzen wir direkt hier an. Das ist ein sehr wichtiges, wirklich sehr wichtig. What the heck? Building. Also auf das müssen wir mal demontieren, beziehungsweise montieren wir es mal hier hin und das müssen wir noch dekonstruieren. Bauen es noch mal ein bisschen schöner dahinter. Also hier ist jetzt der richtige Bürokrat, also da müssten wir, dann nehmen wir jemanden, warte mal, von der Venus. Nehmen wir mal sie hier. Dialog starten. Hikari Ikari. Hikari Ikari. Es geht darum, die Bahnhof zu arbeiten als Angestellte. What the heck? 104? Nee, Ja. Nee. Ich habe mich verklickt. 100 ist ja echt krass. Wer ist denn mit ihr hier?
Gutmütig, Übelkeit, extravertiert, wunderschön, vergesslich, Diplomat, schnell, Mechaniker. Ne, ich denke irgendwas. Diplomat finde ich gar nicht so schlecht. Eilig, Wissenschaftler, Mechanik, schnell, extravertiert. Wie wär's denn mit ihr? Oh. Okay, die Frisur entspricht überhaupt nicht dem, was da unten stand. Das sind die Nerds. Ich will nicht die Nerds. Ich will. Okay, warte mal. Eine von denen hatte schön inkontinent. Oh, jojoj. Das tut mir sehr leid. Hier, die nehmen wir. Ja, guck mal hier. Angestellter. Ja, die Mittagszeit ist heilig. Alles klar. So, dann mal los. Ich bin sehr gespannt, ob die jetzt wirklich. Ja gut, das muss erst noch gebaut werden, deswegen ist es vielleicht noch nicht so möglich. Checken wir nochmal eben hier ein bisschen was. Ja, guck mal hier. Baumeister machen wir mal schneller. Die finde ich alle, sollten wir alle mal schneller machen. Die schnellen Arbeiter vor allen Dingen. So, und weiter geht's. Spannend. Ich habe ja am Anfang gesagt, ne, jede Folge gibt einen Tag oder andersrum. Mülltonne können wir auch nochmal hier dazwischen quetschen. Passt jetzt nicht mehr da rein oder was? Ich flippe aus. Keine Mülltonne da rein. Insgesamt ist es ja eh sehr sauber, muss man sagen. Ich habe noch nicht entdeckt, dass da irgendwas rumliegt. Hier sind ein paar Gerüche, aber ich meine. Naja, doch. Das hier sieht irgendwie schon verschmutzt aus. Geruch 10. Geruch 9. Haben wir den Reinigungsbot? Wir hatten. Ist das eine Reinigungsdrohne? Ja. Ich glaube, wir sollten noch eine Reinigungsdrohne nehmen. Aber die macht auch nicht so richtig viel, ne? Die gesamte Station reinigen. Ja, vielleicht muss man da irgendwann noch mal eine Reinigungsdrohne ranschieben. So. Die Massagesessel kommen richtig gut an, ne? Wir haben auch richtig viel Geld. Vielleicht sollten wir wirklich noch mal einkaufen. Schauen wir mal, ob wir noch was haben, was wir noch zusätzlich dann nehmen können. Sitze. Nehmen wir mal noch mal einen. Handel. Nehmen wir noch mal alles einmal. So, Unterhaltung, Greifautomat. Ja. Hatten wir nicht irgendwie. Hatten wir da nicht. Das Duschdings da. Hatten wir eine Filmleinwand? Hatten wir doch auch, glaube ich, ne? Nur mit Dokumenten. Produktion, Minigenerator. Wir nehmen nochmal so eine Reinigungsdrohne mit, auch wenn die gerade nicht im Angebot ist. Aber das ist, glaube ich, okay für mich. So. So von Energie und so finde ich es alles bestens, ne? Was macht denn die da jetzt? Hat die nicht schon eins? Hier wird irgendwie nochmal überprüft. Ich weiß nicht, ein Fehler, geschlossen. Das ist traurig. Ich weiß auch nicht genau, wovon sie sprechen, ne? Ich finde, hier unten könnten die sich viel häufiger aufhalten. Alle in den Aufzug rein. So, hier könnten wir noch mal gucken. Schnelle Reiniger ist sicherlich hilfreich, das zu machen. Dieser Reinigungsroboter? Ja, weiß ich auch nicht. Ich
scheinen alle sehr selbstzufrieden zu sein. Gleich ist eh Feierabend, das heißt, der Tag ist rum, ist aber nicht so schlimm, weil zum einen ist die Folge lang genug geworden, das ist schon mal hilfreich, und zum anderen warte mal. Vielleicht müssten wir auch noch mal ein paar, wie heißen die denn? Eine Station mit einer Drohne, die Batterien, Waren und andere Ressourcen zu Objekten der Station liefert. Ich glaube, hiervon sollten wir auch noch mal zwei machen. Ja, lass uns die auch nochmal bestellen. Die Arbeiterdrohnen. Genau, ist jetzt ein bisschen teuer, aber... Naja, gut. Weil ich glaube, dass die Arbeiterdrohnen hier nicht mehr nachkommen werden. Oh, ach, wie schön. Ach, schön. So, ich guck mal ganz kurz. Ah ja, okay, ich sehe immer noch so aus, wie ich ausgesehen habe. Speichern, alles klar. Schluck am Kaffee. Ah. Wusstet ihr, dass man manchmal älteren Menschen Kaffee gibt zum Einschlafen abends? Naja, gut, das nur unnützes Wissen am Rande. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Euch eine schöne Zeit. Bye, bye.